Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu meiner Präsentation. Zuallererst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Arnold Huber, ich bin 17 Jahre alt, komme aus Volzberg und besuche zurzeit den 4. Jahrgang der HTL Volzberg. An dieser Stelle möchte ich mich auch an meine Betreuer ein Dankeschön richten. Das wären zuerst der Herr Diplom-Ingenieur Josef Aberer und der Herr Ingenieur Paul Fühling. Die Aufgabenstellung war es, eine vollautomatische Kraftwerkanlage zu konstruieren. Dabei war die besondere Herausforderung, dass sie 10 Meter lang ist. Aber wie funktioniert solch eine Kraftwerkanlage? Bei Formen des Weiches gelangen die Krapfen in die Wanne. Dort werden sie über ein Förderelement durch die Wanne transportiert, hier mit der Nummer 2. In der Mitte der Anlage befindet sich eine Wendeanlage. Dort werden die Krapfen gewendet, hier mit der Nummer 3. Am Ende der Wanne befindet sich ein externes Förderband, womit die Krapfen wieder aus der Wanne gelangen. Hier sehen wir einen kurzen Überblick über die Position und die Lage der einzelnen Schritte. Meine Anlage weist drei wichtige Hauptaspekte auf. Das Aufheizen des Backfeldes über elektrische Heizstäbe, wie hier dargestellt, das Fördern der Krapfen durch das Backfeld und natürlich das Wenden der Krapfen. Nun kommen wir zum Aufheizen des Backfeldes. Dieser erfolgt über elektrische Heizstäbe, die wie ein Teppich in der Wanne verlegt sind, wie hier dargestellt. Ich habe mit einem Erfahrungswert von 3 Minuten bei 770 Grad gerechnet und bin auf eine Stütze von 3000 Krapfen pro Stunde gekommen. Das Fördern der Krapfen. Das Förderelement besteht aus einem Mitnehmer und einem Bekämpfer. Hier sieht man das Förderelement. Der Antrieb des Förderelements funktioniert über einen externen elektrischen Motor. Bei der Animation des Förderns der Krapfen durch die Anlage kann man schön erkennen, wie das funktioniert. Nun kommen wir zum Wenden der Krapfen. Sie erfolgen in einer Schwenkbewegung. Hier sehen wir nun ein Bild der Wendeanlage. Diese wird angegeben, wie auch über einen externen Motor. Natürlich verschmutzen Elemente im Backfeld und danach müssen sie gereinigt werden. Zu diesem Schritt habe ich eine Hebeeinrichtung eingefügt. Hier sieht man nun ein Element, das zum Heben dient. Die Anlage wird von 6 Spindeln gehoben. Wenn die Anlage ihren Höchststand erreicht hat, wird das Backfeld gewechselt und alle Elemente werden gereinigt. Natürlich verweilt die Anlage länger auf dem Höchststand. Nun die Vorgehensweise bei der Konstruktion. Zuallererst habe ich Freihandskizzen erstellt. Danach habe ich ein 3D-Modell abgeleitet. Einige Zeichnungen und DXF-Files wurden auch erstellt. Nun kommen wir zu den Zeichnungen. Zuallererst eine Fertigungszeichnung, also genauer gesagt eine Biegezeichnung. Das stellt ein Blechbiegeteil in den schlussendlichen Zustand dar. Schweißteile benötigen eine spezielle Art von Zeichnung. Auf der Schweißzeichnung findet man die Position der Schweißnähte und besondere Zusatzangaben, wie das Schweißverfahren. Montage, Zusammenstellungszeichnungen, Vereinbarung, die Montage von Bauchgruppen. Nun zu den benutzten Elementen. Ich habe auf dem CAD-Programm CLEAR 2 konstruiert. Dabei habe ich das Top-Down-Design verwendet. Dabei werden die Konturen aller Bauteile in ein Skelett zusammengefügt, die durch Änderungen erleichtert werden. Außerdem habe ich im Blechmodus gearbeitet. Im Blechmodus werden alle Blechteile einfach herzustellen. Und alle meine Daten wurden auf dem BLM-System Windschirm 10 verwaltet. Ich habe meine Kraftanlage zum 3C-CAD-Wettbewerb eingereicht und dort den 10. Platz erreicht.